Gut, also nochmal. Die Begriffsverwirrung ist, wenn im Grundgesetz steht Deutschland, meint sie das Deutschland vom 31.12.1937, nämlich Hitler-Deutschland, aber keine Grenze, die der Hitler festgelegt hat, sondern die Alliierten, die Westalliierten festgelegt haben. Wenn das Bundesverfassungsgericht über Deutsches Reich redet oder das Chefgesetz, meint es das Kaiserreich, ohne es ausdrücklich zu sagen. Also befinden wir uns in dem Moment im kaiserlichen Recht. Bundesverfassungsgericht hat also geurteilt, dass das Deutsche Reich, also das Kaiserreich, nicht untergegangen ist. Die Weimarer Republik war ja nie ein Staat, weil es gibt auch von der Weimarer Republik keine Staatsgründungsurkunde. Wer sie findet, ist ein glücklicher Mensch. Oder die Bundesrepublik hat keine. Oder Hitler hat keine Staatsgründungsurkunde. Die haben alle keine, weil sie keinen Staat gegründet haben. Mit der DDR ist das so eine Geschichte. Haben sie da einen Staat gegründet, ja oder nein? Ich würde sagen, sie haben ein Staatsfragment gegründet. Eine halbe Geschichte, einen halben Hahn. Weil immerhin haben sie Volksvertreter gewählt und die Volksvertreter haben gesagt, macht mal eine Verfassung. Und die haben über die Verfassung abgestimmt. Und das Volk durfte zumindest Änderungsvorschläge machen, die eingearbeitet sind. Wenn man sich die DDR-Verfassung anguckt, ist die nicht schlecht. Ich muss sagen, es ist nicht schlecht. Und man muss sagen, die DDR-Richter haben ja Straftaten wirklich verfolgt. Heute ist ja so, dass er, wie er es ja gerade vor uns erlebt hat, dass jemand eine Straftat zur Anzeige bringt. Die Polizei auch sagen, nee, es war ganz anders. Gegen die eine Strafanzeige machen und sie dann noch in Haft nehmen, obwohl die den Schaden angerichtet haben und auch Zeugen gibt dafür. Das hat doch nichts mit Rechtsstaat zu tun. Wenn wir das so machen, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand Pflicht. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Aber man muss einem wissen, wie lang ist meine eigene Gabel. Ich kann mit dem Pater nun mal keine Geschäfte machen. Entweder ich habe den Arsch in der Hose und mache eine Wahl und wähle mir selber einen Bürgermeister, oder ich war immer mit einer kürzeren Gabel am Tisch sitzen, der immer zu kurz kommt. Und wir brauchen uns keine Illusionen hingeben, die EU will immer mehr machen. Immer mehr Gesetze werden von Deutschland gar nicht mehr verfasst. Die geben alles an die EU ab, weil die sagen, die haften für nichts. Und der Herr Schäuble ist drauf und dran, die gesamte Steuergesetzgebung der EU hinzuschaffen, damit die mit ihren Steuersoldaten hier einmarschieren. Weil er selber darf ja keine Steuern erheben, nicht direkt. Deswegen wird er nie erleben, dass er vom Finanzamt einen unterschiedlichen Steuerbescheid kriegt. Es ist eine lustige Geschichte, den Steuerbescheid zurückzuschicken und sagen, wir würden gerne unsere Steuern bezahlen, aber unterschreiben Sie das Ding mal. Und der Fargo steht da drin, dass Sie die Bescheide alle unterschreiben müssen. Ich würde es keinem Gewerbetreibenden empfehlen, weil dann nämlich ganz schnell Ärger kriegt. Aber wissen muss man es. Als Privatmann gehe ich mit der Sache so um, dass ich neuerdings unter die Überweisungsträger draufschreibe, Lösegeld, unter Vorbehalt der Rechtmäßigkeit und Rückforderung. Und das Wort Lösegeld erscheint natürlich dann auch auf den Kontoauszug. Und der Kontoauszug ist eine Sache, die 10 Jahre aufgehoben wird und in dem Sinne eine Urkunde darstellt. Ich habe also eine Urkunde erzeugt, die mir die Willkür dokumentiert. Und wenn ich das habe, habe ich für Strafverfahren immer erstmal schon einen Einstieg. Weil ich muss einen begründeten Verdacht abliefern. Und wenn ich beim Überweisungsträger Lösegeld draufschreibe und die Bank das auch rausdruckt und ich auch ein Sachverhalt nachweisen kann, was hier passiert ist, habe ich die Möglichkeit, mir das Geld innerhalb der nächsten 30 Jahre wiederzuholen. Und meine Wahrscheinlichkeitsrechnung über die Haltbarkeit des Euro-Dollar-Systems ist geringer als 30 Jahre. Und ich müsste noch eine AGB haben, wo ich reinschreibe, ich hätte gerne 17% Zinsen auf meine Außenstände, die ich noch zu kriegen habe, weil ich weiß, dass nach 5 Jahren ich meine Forderungen verdoppeln kann. Und meine Forderungen galoppieren schneller als die derzeitige Inflation. Ist doch ein gutes Geschäft. Wenn sie mir das Geld sowieso wegnehmen, kann ich es denen doch erstmal leihen. Wenn sie mir dafür Zinsen bezahlen, ist das doch auf lange Sicht ein gutes Geschäft. Ich muss bloß dafür sorgen, dass ich es wieder kriege. Und ich kriege es wieder, wenn ich einen Bürgermeister gewählt habe, der sagt, ja, stellen Sie mal die Kasse glatt nach Hager Landkriegsordnung. Wenn Sie das nicht können, schicke ich einen russischen Gerichtsvollzieher und eine russische Polizei vorbei. Mal sehen, was der Herr Tillich dann macht. Ob er sich dann ins Ausland verpisst, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, er kann die Immobilien, die er verkauft hat, nicht mitnehmen. Und die Rechtsgeschäfte, dass er die Schulen und die öffentlichen Einrichtungen verkauft hat, nützen nicht. Die Straßenbahn, wenn er die verkauft an die Chinesen oder sonst wen, die wird ihr Gleis nicht verlassen, wenn der Bürgermeister das nicht will. Da wird das Ding wieder zurückgeführt ins öffentliche Eigentum und fertig. Aber das müssen wir machen. Wir müssen uns bewegen und aus dem Grund müssen wir mit der Wahlkommission anfangen. Wir müssen die Leute schulen, es ist auch nicht sehr schwer, weil die,
Die Wahl für das Referendum der Siegelrechte ist ähnlich wie der Kommunalwahl. Wer schon mal bei einer Kommunalwahl mitgeholfen hat, der weiß, wie das funktioniert, weil es ist vieles ja ähnlich. Die Altersgrenze ist die gleiche, die Auszahlmodalitäten sind die gleiche, wie man die Wahlurne versiegelt, ist gleich, wie man die Stimmzettel außen ranhängt, ist gleich. Ja, und das ganze Verfahren mit Staffelmerk und Wahlschein ist im Prinzip auch das gleiche. Also es ist im Prinzip eine etwas andere Kommunalwahl. Und so muss man es den Leuten auch verkaufen. Und so wird es auch auf dem Flyer stehen. Also es ist nicht grundlegend schwer, man muss es nur einfach tun. Und immer in 99 Jahren eine richtige Wahl machen, ist eine Sache, die kriegt man hin. Wir haben ein Jahr Zeit, ein reichliches Jahr, sollten wir nutzen. Und wir sollten uns nicht mit gelben Scheinen oder irgendwelchen Bürgersachen machen, weil wir kommen. Man kann sich nicht aus dem Zopf, aus dem Sumpf ziehen. Man wird immer wieder im Handelsrecht landen und im Handelsrecht kriegst du hier kein Recht. Und man muss auch eins wissen, weil viele sich jetzt mit dem UCC befassen. UCC ist die Genehmigung an den Richter, auch Handelsrecht zu machen. Und wenn der Richter auch Handelsrecht macht, du wirst der Gegenpartei auch genehmigen. Und sobald die das haben, werden sie mit dir Schrapsack und Hutverlierung spielen. Weil du stehst gegen Richter, gegen die gegnerische Partei, gegen den Protokollanten und gegen die zwei, die vorne noch schöpfen sind. Viel Freude dabei. Ich sage mal immer, wenn ich dazu die Gelegenheit habe, kaiserliches Recht anwenden zu dürfen vor Gericht, mache ich das. Und besonders nett ist es, wenn ich es hinkriege, meinen Ausweis als juristische Person zu bezeichnen, dem Richter hinzulegen, die juristische Person ist da, und dann setze ich mich hinten rein und gucke mal, was passiert. Weil er kann kein Versäumnisurteil machen, weil die juristische Person ist durch meinen Ausweis vertreten. Ich bin nur eine natürliche Person, ich bin da nicht geladen. Der Ladung steht, es wird aufgerufen, die Sache. Ja, Sache, ja, da ist denn die, mein Ausweis. Gut, ich will der Mensch-Diskussion, Mensch-Person-Diskussion natürlich kein Wasser auf den Mühlen schaffen, weil ich ja weiß, dass im kaiserlichen Recht es keinen bürgerlichen Tod gab. Wenn das System Bundesrepublik damit spielen will, kann man das machen. Aber ich warne eben auf der Situation, dass der Richter das dann auch tut. Deswegen die Mensch-Person-Sache nicht übertreiben, sondern immer mal bloß hinweisen. Aber letztlich sich erstmal nur auf das kaiserliche Recht zurückziehen, was auf der Hager Landkriegsordnung verortet ist, was in der Genfer Konvention verortet ist und der Menschenrechtskonvention. Und mit den drei Dingern kann man hantieren. Weil das Grundgesetz wird die Bundesrepublik selber nicht einhalten wollen, weil sie wissen, dass es fürs Land nicht gilt. Ja? Man muss immer unterscheiden, gilt es vom Bund? Der Bund sind die Länder und alle Untergliederungen. Also wenn der Bürgermeister eine Untergliederung des Bundes ist, für den gilt das Grundgesetz, aber für seine Einwohner gilt das nicht, weil die Einwohner mit dem Land verbunden sind. Deswegen kriegen sie am Wahltag die richtige Staatsangehörigkeit. Also er kriegt, wenn die Wahl ist, früh um 8 Uhr die richtige Staatsangehörigkeit ausgehändigt und um 18 Uhr wird sie wieder eingesammelt. Weil sonst könnten sie selber nämlich auch nicht wählen. Deswegen hieß es ja, du hast die Wahlberechtigung am Wahltag. Nicht davor und nicht danach. Wenn du die Bundesstaatenangehörigkeit hast, wenn du eine Wahlkommission gegründet hast, könnt ihr dir natürlich die Staatsangehörigkeit auf Dauer verleihen. Und nach der Wahl kann der Bürgermeister dich ordentlich einbürgern, weil bis jetzt sind wir nämlich alle nicht eingebürgert. Auch der grüne Schein, es gibt dann eben gelb noch einen grünen Schein, eine Einbürgerungsurkunde, wenn man da genau hinguckt, ist auch der Boiler der Weimarer Republik oben drauf. Also genau so ein Ding, wie wenn der Aldi ihn eingebürgert hätte. Muss man sich mal überlegen, Aldi ist auch nichts anderes als Weimarer Republik, das sind alles Handelsorganisationen. Ja, also wenn vorne auf dem Staatsangehörigkeitsausweis, also die Minions wären, würden die Leute aufwecken. Aber ein großer Unterschied ist da nicht. Das ist ein Gewerbelogo wie ein Weimarer Blick. Dass da wie Adler aussieht, ist gut. Aber ich könnte ja zum Beispiel mal eine Version rausbringen, Staatsangehörigkeitsgesetz mit Moorhuhn drauf. Ja, würde man das als echtes Dokument ansehen? Nee. Weil man sagt, Moorhuhn sieht wie komisch aus als Staatssymbol. Aber es ist das Gleiche. Es ist ein Gewerbelogo. Und das Moorhuhn ist geschützt im Patentamt. Genauso wie der Hochfahrt oder Weimarer Blick. Aber es ist kein staatliches Wappen. Weil das staatliche Wappen, in einem Staat kann nur einmal ein Staat existieren und das ist nun mal das vom Kaiser. So, von Staatenbund. Und in Sachsen haben wir das Königliche hier vorne. Ja, das mit der roten Mütze. Das andere ist ein Freistaatenlogo. So, nun ist in letzter Woche wieder halben Flyer aufgetaucht vom Bundesstaat Sachsen. Da muss man mal genau hingucken, was sie wirklich in ihren Dokumenten drin stehen haben. Und da sieht man, dass die auf die Freistaatenverfassung von 1920 aufsetzen. Das heißt, die erzählen den Leuten, wir machen einen Bundesstaat Sachsen, tun so, als wären sie Kaiserreich,
setzen aber auf die Freistaatenverfassung von 1920 auf. Kann also nicht funktionieren. Ist eine Verarsche. Und Bundesstaat Deutschland ist genauso eine Fichte. Wenn man reinguckt in ihre Dokumente, steht da drin, dass sie sich auf die Verfassung von 1920 berufen. Und da ist der Preußenschlag, also das heißt, da haben sie den Adel enteignet. Und ist nicht staatlich, weil es nach dem Stichtag passiert ist. Der Stichtag ist der 27.10.1918. So. Also mit Freistaat Sachsen, Freistaat Preußen, Reorganisation von Freistaaten, Bundesstaat Deutschland und Bundesstaat Freistaat Sachsen, das können wir alles zusammenfalten in den Rundordner. Weil es ist kein staatliches Konstrukt. Das erste staatliche Konstrukt ist die Wahlkommission. So, die können wir selber gründen, die müssen wir auch selber gründen. Da kann uns auch die Bundesrepublik nicht helfen dabei. Dürfen es auch nicht. Ja, das ist eine Sache, die wir einfach selber machen müssen. Wie ein Modelleisenbahnclub, man kommt zusammen, jeder weiß was, und dann bauen die das Ding zusammen und fertig. Da ist nichts, da muss man niemanden fragen. Ein paar wissen ja, wie es geht, und ein paar werden angeleitet. So, und im Prinzip machen wir nichts anderes, als das, was in allen anderen Ländern auch gemacht wird. Wie es in der Krim läuft, wie es in Afrika, die Wahlen laufen, die haben alle nur eine Wahlurne, eine Wahlurne im Ort. Und die nehmen sich sogar 4 Wochen Zeit, um die Urne einzuwerfen. In Italien gibt es auch so eine Regelung, dass du bis 4 Wochen Zeit hast, um die Stimme abzugeben. Also sowas machen wir. Wir müssen es halt nur durchhalten und wir müssen halt nur das wirklich wollen. Und wenn wir das wollen, kriegt man das auch hin. So, das war das, was ich die Woche... zum gelben Schein wollte ich noch was sagen. Wir haben rausgekriegt, hatte ich ja erzählt, wir waren in der Gemeinde Haßfurt. Ich wollte es nochmal deutlich sagen, wer den gelben Schein einmal gemacht hat, hat den Verwaltungsakt losgetreten und seine Bundesstaatsangehörigkeit erstmal abgegeben. Hat auch der Landrat bestätigt. Und er hat gesagt, es gibt keine Rechtsverordnung, um das wieder rückgängig zu machen. So, man kann also nur den Landrat verheizen, der ihn eigentlich nur leid tun kann, weil er die Leute ja auch gewarnt hatte, macht das nicht, ihr kommt in die falsche Staatsangehörigkeit. Die haben es trotzdem gemacht, weil sie gedacht haben, der Landrat will sie veräppeln. Aber diesmal wollte er es nicht. Er hat ihnen gesagt, macht das nicht, und die haben es trotzdem gemacht. Und jetzt ist die Frage, es müssen die beweisen, dass sie Täuschung im Rechtsverkehr gemacht haben. Also dass sie zwar einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragt haben, aber eine Abtretung der Staatsangehörigkeit bekommen haben. Und also es ist das Gleiche, wenn ihr jetzt eine Datenvollauskunft nach Bundesdatenschutzgesetz verlangt habt und eine Meldebescheinigung nach dem Meldegesetz gekriegt habt, dann müsst ihr euch beschweren. Das ist das Falsche. In der richtigen Vollauskunft steht drin, wer euch diese Staatsangehörigkeit deutsch eingeschränkt hat. Und wenn ihr den Schein habt, geht ihr zu dem hin, schickt ihr mal einen Stapel GZ-Rechnung, bitte mal bezahlen. Weil nach 14 Tagen ist es nicht mehr dein Problem. Dann müssen die dafür gerade stehen. Also wenn jemand die Staatsangehörigkeit, die Originale wieder zurückhaben will, hat bei innerstaatlichen Vorgängen 2 Wochen Zeit, also 14 Tage. Und wenn es von außerhalb kommen würde, also zum Beispiel wenn ein Aussiedler das wieder zurückhaben will, weil er zum Beispiel pfiffischerweise nach Elsass-Lothringen ausgewandert ist. Elsass-Lothringen gehört heute zu Frankreich, völkerrechtlich auch immer noch zum Kaiserreich. Weil der Versailler-Vertrag hat nicht stattgefunden, der Kaiser hat ihn nur unterschrieben. Also in Elsass-Lothringen ist man in Frankreich, außerhalb von Merkel, aber immer noch im Kaiserreich. Und die sind alle wahlberechtigt. Das ist ja eine lustige Geschichte, wenn es mal zur Bundestagswahl geht, wenn die Wahlanfechtung noch von Elsass-Lothringen auskommt. Weil die müssten theoretisch ein Wahlrecht haben. Aber gut, sind Feinheiten. Also sich kümmern, dass die ordentliche Daten voll auskommt und dass man wirklich erfährt, wer das eingetragen hat. Ich mache mal eine Schätzung, dass für den Erzgebirgskreis das alle der Herr Vogel eingeschenkt hat. Das durfte auch dann sich so darstellen, weil er ja dafür gerade steht, dass jeder auch Nazi bleibt. Nazi in Anführungszeichen, also Nationalzionist. Weil Nazi wird ja Nationalsozialist sein, also Nazi werden Nationalzionisten. Und so Zionismus hat ja ein anderes Symbol, das sieht ja ein bisschen sternförmig aus. Da muss man sich einfach nur mal die Europaflagge genau angucken und dann weiß man, wo das hinführt, wenn wir so weitermachen. So, und das wollen wir alle nehmen, wir wollen demokratischen Rechtsstaat und ordentliche staatliche Verhältnisse und wir wollen keine Bank, die sich als Staat ausgibt. Das bringt uns allen nicht weiter. Wir müssen damit rechnen, dass Österreich Referendum macht und aus der EU aussteigen. England hat es vor, aus der EU auszusteigen. Ja, ich denke mal, es wird ein heißer Herbst, aber wir haben keine Zeit, uns mit zu warten, was die anderen machen, sondern wir müssen uns selber bewegen.
Wer schon mal durch die Tschechei gefahren ist, hat gemerkt, dass die alle schon weiße Ortseingangsschilder haben, weil die alle schon halbsouverän sind. Also halbsouverän heißt, die bezahlen noch Besatzungskosten an der Amis, aber haben sonst volle Souveränität. Auch Österreich ist es so. Auch schon weiße Ortseingangsschilder. Und bei uns ist es, na, wird es überfällig, dass wir uns auch darum kümmern. Das gelbe Schild überschreibt das rote. Und das gelbe Schild mit dem schwarzen Rand ist eine, ja, eine Wohnhaft. Hitler-Gesetze. Du bist wohnhaft. Das ist genau das. Das ist das, wo sie gesagt haben, zu den Juden gesagt haben, du darfst deinen Wohnort nicht verlassen. Also du musst dich innerhalb der Ortseingangsgrenzen bewegen. Und das waren die gelben Schilder. Gelbe Schilder, gelber Stamm, eine gewisse Ähnlichkeit lässt sich nicht abzahlen. Ja, na, das ist also die 1938, die Gesetze, die da hier für die angebliche Judenverfolgung. Das ist das, was heute noch gemacht wird. Die alte königliche Siegelordnung in Sachsen. Wir haben sie ganz schnell eingesammelt, weil das im Prinzip jedes Gerichtsurteil müsste es eigentlich zurückschicken, weil Keynes steht gerade und entweder ist es reingemalt oder es ist ein Gewerbelogo drauf. Genau. Also ich habe noch kein Gerichtsurteil gesehen, wo ein staatliches Logo drauf wäre. In Sachsen müsste hier das Königreich Sachsen-Siegel drauf sein. Wenn sie wirklich eine Verwaltung wären, müssten sie genau das nehmen und nichts anderes. Oder die Gemeinde dürfte es machen. Aber das will ich dir mal nicht verraten, weil der Bürgermeister kann ja nämlich solche Urteile siegeln. Ja, keine gute Nummer, wenn er es macht. Aber wenn der richtige Bürgermeister das tut, dann hat das genau den Effekt. Ja. Jo, gut, binden wir den Sack erstmal zu. Wir machen dann in den nächsten Tagen die PDFs fertig, die wir am Wochenende in Ebern vorbereitet haben. Und dann komme ich nochmal her mit fertigen PowerPoint-Folien und zeige dann ein bisschen was. Ja, gut. Nur ganz kurz.